Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, weiter geht's hier bei RTL Skispringen 2002 Let's Play mit dem Weltcup-Modus. Wir sind in Engelberg angekommen, die sechste von 22 Stationen. Und ja, wir haben 3650 auf dem Konto, da können wir nicht wirklich viel machen. Ich würde mal sagen, wir werden versuchen zu wachsen. Gucken wir uns mal das Wetter an, 90% Pulverschnee. 30% Feuchtigkeit, minus 22 Grad, hui. Was haben wir denn hier noch auf Lager? Minus 5 Grad. Minus 12 Grad, minus 15, minus 19, 2220, ja. Ich glaube, wir werden mal... das hier einsetzen. Ach, wir haben nur noch 6 davon. Wie viel kosten die? 1000. Ja, 30%, das ist eigentlich schon Mittel, würde ich sagen. 30 bis 70% ist Mittel. 0 bis 20 ist trocken. 30 bis 70 Mittel und 80 bis 100 ist feucht. 20 und trocken. 1600 wären das. Na gut, dann ja, nehmen wir das einfach mal. Ach, wieder mal das Falsche gedrückt. Kaufen, ja. 90%, so, und grober Schnee 10%, Luftfeuchtigkeit mittel 60% und minus 14 Grad. Minus 10, naja, warum nicht, war? Nehmen wir das eine. Und starten so in den Wettkampf. Ja, die letzte Folge lief ja nicht so erfolgreich. Die zwei springen dort. Muss mich, glaube ich, auch entschuldigen da, weil ich nämlich immer, wenn man dann den Telemark setzt, also aufkommt, unten habe ich, glaube ich, nicht nochmal auf den Knopf gedrückt, was man eigentlich machen muss. Deswegen ist er immer auf die Fresse gefallen, der Springer. Und das werde ich jetzt versuchen, besser zu machen. Wir sind in Engelberg und ich hoffe, dass wir diesmal besser abschneiden. 66% nur richtig gewachsen, das ist natürlich nicht so gut. Aber okay, wir versuchen unser Bestes. Nee, das war's nicht. Das war's nicht. 108,5 Meter. Und ja, die Qualifikation, da spulen wir ja mal vor. Platz 21, aber es reicht. Es reicht, um erstmal in die erste Finalrunde zu kommen. Wir schauen mal ganz hinten. Oh. Alfred hat es nicht geschafft. Nur auf der 60? Das ist natürlich schade. Ansonsten Jake auch nur auf der 47 platziert. Blusenplayer Leo 41. Payne, Max Payne auf der 34. John Tanner 27. Rickard Ritter auf der 25. Der Schlüpper Johnny auf der 23. Lee Everett von Walking Dead auf der 22. Joker 21. Kenny 20. Jimmy Hopkins 19. Edda Jönsson hier auf der 16. Weißler auf der 13, Sue auf der 9 und die Top 10. Deadpool nur auf der 6, hui, Überraschung. Balbo auf der 5, Lara Croft auf der 4, Stefan Horngacher, bester ja, Real-Springer auf der 3, Akin Fendo auf der 2 und Batman auf der 1. Gut, na dann gucken wir uns doch mal den ersten Durchgang. Wir waren auf Platz... 21. Ja. Das heißt, ja, dann gehen wir einfach mal zu unserem. Ich hoffe, das wird jetzt gut laufen.
zu schwer hier in der Mitte zu halten. Ah, ordentlich, ordentlich, ordentlich. Komm, komm, komm. Ha. War ein bisschen besser als der Qualifikationssprung. 112,5 Meter, 99,5 Punkte. Damit können wir natürlich leben. Und den Kenny gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Bis wir dann zu den Top 10 springen im ersten Durchgang. Was macht hier der Kenny? Oi. Nein, das ist nicht so weit. 109 Meter, 90,7 Punkte. Und jetzt gehen wir mal zu den Top 10 Springern. Willi Lindström. Die Top 10 schauen wir uns auf jeden Fall immer an. Im zweiten Durchgang mal schauen, wie viel wir da noch. Aber ich werde immer zwei springen zumindest erstmal. Oh, die stürzen alle ganz schön ab. Auch er hier. 76 Punkte nur. So. Was wird er hier bringen? Kann aber auch sein, dass ich ab der nächsten Folge nur einspringen zeige. Woran das liegen wird, werdet ihr dann sehen. Weil die Folge dann ein bisschen mehr ausarten könnte, sag ich mal. Super, springt erstmal 109 Meter und auch nur 91 Punkte, also auch hinter uns. Valery Kobelev. Interessanter Anzug. Von der Farbe her. Aber ne. Driften alle nach rechts ab. Und 106 Meter. Kasai jetzt als nächster. The Old Man heutzutage. Ich glaube 44 oder so ist er. Und springt immer noch. Schafft es auch eigentlich regelmäßig in die Top 30 zu kommen. Nicht nur hier im Let's Play, auch in Wirklichkeit. 111 Meter, 99,3 Punkte. Ja, das ist schon eher die Weite. Und jetzt kommt Deadpool, der nur von der Qualifikation her auf dem sechsten Platz gestartet ist. Oder ja, geflogen ist, besser gesagt. Und hier springt da, ja, deutliche Verbesserung. 117,5 Meter, ja, 107,5 Punkte. Also das ist schon wieder eine Weite für sich. Mal sehen, was Valvovic hier macht, der eine sehr gute Saison bislang abliefert. Auch schon auf dem Podium war. Ah, hält sich, aber driftet auch ab und eieiei, stürzt auch eher ab. Für seine Verhältnisse 110 Meter, 90,5 Punkte. Lara Croft, beste Frau. Leider ja nicht so viel bei. Neben Edda Jens Sortier. Und. Ja. Ja, 12,5 Meter, genau 100 Punkte. Bessere Haltungsnoten noch. Stefan Horngacher auf Rang 3 nach der Quali. Kann er das hier bestätigen? 95,7 km/h Anlaufgeschwindigkeit. Ja, okay, aber jetzt nicht so, dass man sagen kann, es war riesig. 111,5 Meter, 95,2 Punkte. Ne? Jetzt Akin Fenwa, Überraschung auf der 2. Der Qualifikation. Kann sich halten. Und holt noch das Beste aus dem Sprung raus. 116 Meter, 108,8 Punkte. Und jetzt Batman. Ja, jetzt komme ich mit meinen schwarzen Skiern. Ja. Jetzt zeige ich euch wieder, was ich kann. 96,8. Die Anlaufgeschwindigkeit. Naja, Batman. Das war nicht so das Wahre. Das geht besser. 114,5 Meter, 100,6 Punkte. Und damit
schauen wir uns erstmal an, wer so raus ist. Jimmy Hopkins hat es nicht geschafft. Das 40. geworden. Schlipper Johnny nicht. 35. Blusenplayer Leo nur auf der 33. Das heißt, auf der 29 haben wir Lee Everett. Jake auf der 25 auch mit dabei. Edda Jönsdottir hier auf der 21. John Tanner auf der 18. Valro auf der 16, also weit zurückgefallen. Kenny auf der 15. Zoo auf der 14. Goldberger 13. Kioru 12. Horngacher 11. Und die Top 10. Rickard Riddell auf der 10. Max Payne auf der 9. Kasai auf der 8. Wir sind auf der 7. Das ist ein gutes Ergebnis. Wie gesagt, wir haben damit auf jeden Fall schon mal wieder Wettkampfpunkte. Auf der 6 Lara Croft, Batman auf der 5, Beißler auf der 4, also der hat auch einen Satz nach vorne gemacht von der Quali hier, Matti Hautamäki auf der 3, Deadpool 2 und Akin Fenwa führt. Na, das wäre natürlich ein Ding, wenn der hier das erste Springen, was nicht dann gewonnen werden würde von Deadpool oder Batman, aber noch ist ein Durchgang. Wir sind als Siebter, das heißt, wir werden uns auf jeden Fall die Top 20 anschauen. Und ja, dann, das heißt, ab Christopher Jarvs, Schwede. Ja, muss man jetzt nicht unbedingt jeden auch bewerten. 102 km/h, das sagt auch alles. Nakamura. Ja, die haben ja alle. Man merkt also, der Wind kommt von links. Aber wie gesagt, leider ist hier keine Anzeige. Und das ist mir nicht mehr bewusst gewesen in dem Spiel. Dass es hier keine Windanzeige gibt. Tenna holt noch das Bestmögliche raus. Ja, unser bestes Ergebnis ist ja Platz 30, hatten wir ja geholt. Ich werde nochmal eine Liste auf jeden Fall anfertigen. Jetzt kommt Andreas Wiethölzel. Bleibt aber auch weit hinter der roten Markierung. 110 Meter. Jetzt kommt der liebe Valvo, der nach dem ersten Durchgang doch weit hinten steht. Kann er sich hier verbessern? Ich glaube schon. 99,8 Punkte. So viel hatten wir ungefähr, glaube ich, im ersten Durchgang. Ja, also verbessert hat er sich. Jetzt kommt Kenny, der, glaube ich, so Platz 14 jetzt, so wie er auf der seine Startnummer hier auch ist. Von der Platzierung her kann man den Sprung noch so retten. Aber nur 110,5 Meter, 91,4 Punkte, verliert also gerade, was die Haltungsnoten und so angeht, gegenüber Valvo. 91,1 Punkte hatte Su im ersten Springen. Da muss er auch jetzt schon ganz schön aufholen. Also er muss um die 100 Punkte machen, wenn er, glaube ich, an Valvo dranbleiben will. Das sieht nicht danach aus. Na, 10,5, 92, nein, Valvo könnte schon wieder ein Gewinner werden hier. Goldberger war, glaube ich, 13. oder so. Nach dem ersten Sprung. Der Goldi. Holy moly, Goldi. Haltungsnoten. Hey, 90,7, also auch er fällt zurück. Tami Kioru, Finne. Grün-weiße Skier und ja, auch der Helm ist grün-weiß. Stürzt völlig ab. Guter erster Durchgang, schwacher zweiter Durchgang.
mir natürlich auch Angst macht. So wie die hier abstürzen. Stefan Horngacher. Also bislang wirklich Valbo der Einzige, den wir jetzt gesehen haben, der überzeugt hat. Und damit auf in die Top 10 springen wird. Horngacher. Ja, das sieht man zumindest schon mal von der Weite her besser aus. 113 Meter, ja, 90,9 Punkte. Könnte momentan eine Doppel-Österreich-Führung sein. Rickard Riedel jetzt als nächster. Der Tourenwagenfahrer und Bestatter und Leichenwagenfahrer. Er hat schon alles mitgemacht. Und jetzt zeigt er einen ordentlichen Sprung. Also eine Top-15-Platzierung müsste das allemal sein für ihn. 99,4 Punkte. Jetzt kommt Max Payne. Maxe, was wird er uns zeigen? Hält sich... Ja, ne. Geht auch viel nach hinten. 90,8 Punkte nur. 111 Meter. Kasai. Danach müssten wir kommen. Wo geht's für den Japaner hin? Von der Weite her. 95,7 km/h. Aber er reißt noch den Sprung, soweit es geht. 112 Meter. 100,6 Punkte. Ordentlich. Und jetzt kommen wir dran. Wenn wir nochmal so einen Sprung hinlegen wie den ersten, das wäre traumhaft. Na gut, los geht's. So. Oh. 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 Da bin ich wohl schon irgendwie auf, ja, dass er die V-Stellung wieder zusammen macht. 105 Meter. Zweiter Sprung hat nicht hingehauen. 81,5 Punkte. Ich glaube, damit kann man jetzt schon fast sagen, wir werden Platz 30 am Ende sein. Ach, verdammt. Das gibt's doch nicht. So, Lara Croft, 100 Punkte hatte sie genau. Könnte ich mich echt ärgern. Bin ich mit dem Steuerkreuz wahrscheinlich so dämlich gekommen, dass der da die V-Stellung zugemacht hat. Lara Croft schafft 111 Meter, 95,3 Punkte. Jetzt kommt Batman. Ach, der Joker hat's wieder nicht geblickt. Ja, ich werde das Ding jetzt hier noch rocken, ja. Glaube ich nicht, Batman, glaube ich nicht. Doch. Sah fast nach einem Sturz aus. Nein, ich bin Batman, ich stürze nicht. Ich stürze nie. 119 Meter. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Was macht der Michi? 104,7 Punkte. Guter Wettbewerb bislang von ihm. Kann er das bestätigen mit diesem Sprung? Nein. Leider nicht. Hat auch nicht seine Startnummer, die er sonst der hat. Die 97 fast. Hat den 1 km/h gefehlt. 112 Meter, 98,1 Punkte. Matti Hautamäki, bester Reelspringer. Auf der 3 war das. Nach dem ersten Durchgang. Nee. Auch nicht gut genug. Alle nur froh sein durch den ersten Durchgang, dass sie sich schon gut Punktepolster da arbeitet haben. Jetzt kommt Deadpool, 107,5 Punkte. Boah, 97,7 km/h. Und trotzdem stürzt auch er ab, Deadpool. Schafft so weniger als Batman von der Weite her. 109,4 Punkte. Und jetzt kommt Arkin Fenwa. Schafft er nochmal diesen Sensationssprung? Nee.
Jetzt bin ich mal gespannt. Deadpool oder wiederum Batman? Wer gewinnt das Ding? Den Fenmar fällt auch zurück. Wir gehen erstmal und schauen uns so die letzten Platzierungen an. Oh, wir sind doch nicht ganz hinten, wie ich gedacht hätte. Also Uhrmann, Kaiser, Jarvs, Stenz, Rüd, Herr und Kovalev sind noch weiter hinten. Wakolm, Jake auf der 23, Liere 22, Yu, Nakamura, Jönstot hier auf der 19. Und wir sind 18. Hey! Aber da wäre der Sprung sogar über 90 Punkte. Da wären noch viele Platzierungen nach vorne drin gewesen, sogar Top 10. Aber okay, es ist wieder eine Verbesserung zu den letzten beiden Springen auf jeden Fall. Goldberger, Wiethölzl, Kenny auf der 15, Miyahira auf der 14, Su auf der 13, auf der 12, Tanner, Max Payne auf der 11, Valvo auf der 10 hat sich noch nach vorne gearbeitet. Horngacher 9, Rickard Riddell auf der 8, Lara Croft auf der 7, Kazai 6, dann Hauta Maggi auf der 5, Beißler am Ende auf der 4, also ein sehr gutes Ergebnis. Batman auf der 3 nur, Akin Fenn war Zweiter, schade. Und Deadpool hat durch diesen zweiten, ja eigentlich beide Durchgänge eben sehr gut gewesen, aber dieser zweite Durchgang nochmal stark verbessert. Wir hatten nur drei Springer bei, die über 100 Punkte erzielt haben im zweiten Durchgang, eben Deadpool, Batman und Kazai, der nochmal dadurch einen Satz auch nach vorne gemacht hat. Ich bin aber auf jeden Fall mit Platz 18 zufrieden. Und ja, wir sind jetzt 29. wie ihr seht. 14 Punkte, das heißt 13 Punkte haben wir jetzt geholt. Sehr gut. Und wir schauen uns die Top 10 an. Rickard Riddell 159 Punkte, Horngacher 203, Kazai 205, Michi Beißler auf der 7 mit 212 Punkte, Hauta Maggi 219 Punkte, Lara Croft auf der 5 mit 227, dann schon Abstand auf Valvo, der hat 281 Punkte und das vierte. Akin Fenwar 335 Punkte nach dem starken zweiten Platz hier von Engelbert. Platz 2 Batman 500 Punkte und Deadpool erster mit 560. Der hat jetzt die letzten beiden Springen in Folge gewonnen. Also erster Spring, dritte Spring, fünfte Spring und sechste Spring. Batman zweite Spring und vierte Spring nur gewonnen. Das heißt, Deadpool rockt hier momentan diesen Weltcup. Ein Finanzoptimierer hat ihn 2005 Euro eingebracht. Yay! Sehr schön. 6.950 haben wir jetzt. Das ist natürlich nicht so schlecht. Davon sollten wir auch gleich mal was ins Training investieren. Aber ja. 3.000. Die Art für Fitness und Technik, da kommen sämtliche Emotionen zu kurz. Ja, wozu brauchen wir denn Emotionen? Seit wann wird eigentlich auch Fitness mit 2T geschrieben? Egal. So. Technik ist bei ihm wichtig. Technik und Fitness. Kraft. Ja. Nehmen wir ihn hier mal. Technik plus 1, Fitness plus 1, Kraft plus 2. Immerhin. Und wir gucken mal, was das Wachsen sagt, das Waxing. Erstmal wieder alles zurück hier nehmen. Okay, wir fangen an mit dem Pulverschnee, 30%, Feuchtigkeit 70%, mittel bis feucht, minus 15 Grad. ...1100 kostet das. Trocken minus 5. Ich glaube, wir werden mal den einfach nehmen. 30% und grober Schnee. Feucht und 2 Grad. Wartet mal kurz, wie viel haben wir denn? 3.950. Boah. Hm.
3950. Ja, kommt. Dann nehmen wir das noch. Ja. 70%. Und dann kann es losgehen. Dann versuchen wir das jetzt einfach mal. Wir sind zwar ziemlich draufgängerisch, was das Kohlegeben ausgeht, aber wir gehen nochmal nach Engelberg und hoffen aufs Beste. Wir gehen natürlich zu unserem Springer. Wir sind auf dem 29. Platz, 68% richtig gewachsen, 2% besser als beim ersten Versuch. Uiuiui. Ui, ui. Oh. 113,5 Meter. Schon mal eine Steigerung. Zwar nicht so eine guten Noten, aber 97,3 Punkte. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Und ja, die Qualifikation gucken wir uns ja nicht weiter an. Wir gehen durch. Gucken mal, wer ausgeschieden ist so. Von unseren Leutchen ist es keiner. Leo Hopkins, 42 und 41. Alfred dabei, das freut mich persönlich. 33. Lee Everett, 27, 26 Jake. Und wir sind auf der 25 diesmal. Nakamura, Chipper Johnny auf der 20, Max Payne 19, Tanner 17, Stu auf der 16, Beißler nur auf der 14, Riddell auf der 13, Akinfendo auf der 11, Kenny auf der 9, Jönstott hier auf der 8, Lara Croft, Vivo, Batman und Deadpool. Wir werden uns ja die Top 10 angucken, also so ab Akinfenwa und Kasai. Ab Akinfenwa und Kasai, ja. Oder halt die Top 15. Ist halt wieder doof zu machen. Gucken wir uns die Top 15 dann hier an. Und ja, gucken wir erstmal, dass wir hier einen ordentlichen Sprung hinkriegen. 97,3 Punkte. In der Qualifikation gehabt. Oh, war das knapp, war das knapp. Oh, ich hätte fast den Knopf verfehlt. 112,5 Meter, 98 Punkte. Und wir gucken uns ab Michi Beißler jetzt alle an. Mit der Startnummer 7. Schafft er? Schafft er? 97,6 km/h. Jawohl, Michi. Oh, schön in der Luft. Schön in der Luft. Schöner Sprung. Applaus. 116,5 Meter, 110 Punkte. Das ist natürlich mal ein Brett, was er da hinlegt. Was wird Rickard Riedel hier bringen? Da sieht man, dass jetzt der Wind zwar auch leicht von links kommt, aber nicht so stark wie im ersten Spring hier in Engelberg. 114,5 Meter, 104,6. David Hölzel. Gut in der Luft. Mit 104,6 Punkte. Akinfenwa. Ah, die Schanze ist schneller meiner Ansicht nach als vorhin. Kommen alle jetzt über gut 110 Meter hier gesprungen. Jetzt kommt Kasai. Auch dem ist sehr viel zuzutrauen immer. Na, aber nicht so ein guter Sprung diesmal. 115,5 Meter. 106,4. Jetzt kommt der Kenny.
Nein. Schade. Also Beißler war mit seinem Sprung gut auf die 120 Meter Marke. Bislang eine Klasse für sich. Was macht die Rennfahrerin Edda Jönstott hier? Nee. Springen alle nicht so weit. Aber gute Haltungsnoten bekommt sie. Kovalev. War schon wieder ein bisschen besser, glaube ich. 15,5 Meter, ja, das wäre auch was. Matti Hautamäki. Ich möchte ja nicht bislang jetzt das sagen, aber der Michi ist, glaube ich, wirklich gut mit dabei. Stefan Horngacher. Neben Valvo gut für die österreichische Platzierung momentan zuständig. Ja. 115 Meter scheinen jetzt fast alle hier zu springen. Lara Croft nun. Ich hoffe, dass wir nicht zu weit hinten nachher stehen. Ah, guter Sprung von Kraft. Na, ran an die, an die Marke. Die rote Markierung. 116,5. Doch, 1,5 Meter mehr. Aber gute Punkte auch. Valvo. Gute Geschwindigkeit. Ja, ordentlicher Sprung, macht die Michi-Konkurrenz. 117,5 Meter, 110,0 Punkte. Und jetzt kommt Batman. Ja, ich gewinne das Ding jetzt. So ist der erste Durchgang. Trotzdem, keine Widerworte. Na, mal gucken, was er raushaut. Ja. Momentan die Führung. Momentan würde ich sagen. 120 Meter, ja. Ja, bei Deadpool kommt er noch. Und da wir uns jetzt schon wieder ziemlich beim ersten Durchgang auch aufgehalten haben, hoffe ich, dass wir eine gute Platzierung haben. Ja, Deadpool hat zu kämpfen. 118,5. Wir sind auf der 28, okay. Ja, wir kommen also ziemlich schnell dran, möchte ich mal sagen. Hui. Also ich hoffe, wir kämpfen uns noch nach vorne. Irgendwie jedenfalls. Ja, die Top 10. Kovalev, Kasai, Kenny auf der 8. Akin Fenway 7, Valvo auf der 6. Lara Croft, Beißler auf der 4. Matti Hautamäki auf der 3, Deadpool und Batman führt. Also aber ganz eng da vorne. Nur 4 Punkte Unterschied zwischen Platz 1, Batman und Platz 6, Valvo. Und ja, ich muss mir mal wieder kurz ausgucken. Also wir starten als 28er. Das heißt, ich würde dann bis Kenny ungefähr vorspulen. Dass wir dann, ja, vielleicht sehen wir Kenny gar nicht, aber vielleicht Akin Fendo auf jeden Fall. Denn, wie gesagt, man kann leider nicht bis zu den Top 10 vorspulen. Kann nur in 10er Schritten. Dann würde Jake zuerst rankommen. 27, 17 und Platz 7 wahrscheinlich. Aber nun gut. Dann starten wir mal. Und ja, wünscht mir Glück, dass ich hier ein bisschen mehr hole als vorhin. Da gehe ich auf Nummer sicher. 114 Meter aber. 100,2 Punkte. Jawohl, über 100 Punkte geholt. Damit bin ich zufrieden. Und wir gucken uns Akin Fenway an. Also sorry Kenny, dass du jetzt
kann ich leider nicht angucken. Aber schauen wir uns die Top 7 an mit Akin Fenwa. Der hier einen guten Sprung hinlegt. 118 Meter. Das müssen wir erstmal die nach ihm folgenden auch schaffen. Valvo als nächster. Und auch ein guter Sprung. Aber einen halben Meter weniger. Lara Croft. Ja. Und Fenwar könnte sich auch wieder nach oben arbeiten. 116,5 für Lara. Kommt auf die Punkte natürlich an, was da wie viel Unterschied war. Michi Beißler 110,2, aber wir sehen, glaube ich, von Platz 1 bis Platz 6 waren es nur 4 Punkte Unterschied. Also wenn jetzt einer nochmal einen richtig raushaut, der eine vorne vielleicht schwächelt. Michi hingegen kommt leider nicht heran. Schafft nur 116,5. Matti haut da Mäcki. Vielleicht ein bisschen besser. Tick besser als seine Vorspringer. 117, ja. 110 Punkte, also hält sich wacker da vorne. So, jetzt kommt die Entscheidung. Deadpool oder Batman? Ich natürlich. Deadpool, 99,1 km/h. Und ja. Das war immer 120 Meter. 120,5 sogar. Und da muss Batman jetzt einen raushauen. Na, keine Angst, ich mach das schon. Ich fliege einfach über die Schanze hinweg. So siehst du aus. So siehst du aus, Batman. 98,6 km/h nur. Und wird das reichen? Es müsste reichen. Knappe Entscheidung. 120 Meter, 114 Punkte müsste reichen, denke ich mir. Wir sind 26. am Ende geworden. Zwei Plätze noch verbessert. Aber ja, damit kann man legen. Platz 18 hat man, glaube ich, im ersten Springen in Engelberg. Und jetzt nochmal Platz 26. Lee Everett auf der 24, Max Payne auf der 23, Schlipper Johnny auf der 22, Jake auf der 19, Tanner 17, Sue auf der 16, Kenny auf der 14, Rickard Redel auf der 12, Jens Dottier auf der 11 und die Top 10, Horngacher auf der 10, dann Noriaki Kazai auf der 9, Kobelev auf der 8, Michi Beißler auf der 7, Lara Croft auf der 6, Matti Hautamäki auf der 5, der Valvo auf der 4 am Ende, hat sich also auch noch nach oben geschmuggelt hier. Geschmuggelt. Gesprungen. Geschmuggelt, gesprungen, gesprungen, geschmuggelt. Michi Beißler auf der 7, also ist noch abgerutscht. Akin Fenwa auf der 3, wieder aufs Podium. Batman auf der 2, dann hat das doch nicht gereicht. Unfassbar, Deadpool gewinnt das dritte Springen in Folge und jetzt wird es für Batman natürlich schon bitter, dass er da nochmal rankommt, die Fledermaus. Wir gucken auf die Punkte. Wir sind 29. mit 90 Punkten. Das ist in Ordnung. Ganz vorne Deadpool 660, Batman 580 und Akin Fenwa 395. Wird schon schwer für Valvo auch mitzuhalten, aber der hat auch einen guten Vorsprung von Lara Croft. Michi Beißler auf der 7. Und ja, die Top 10 schließt Rickard Redel ab vor Jens Dottier. Ein Punkt ist dort Unterschied, 181 zu 180 Punkten. Ja, dann war es das wieder mal mit einer Folge Skispringen. Aber wir sehen erstmal, sie hatten Geburtstag und ihre Großmutter schenkt ihnen 1000 Euro. Jawohl. Vielen Dank, Omama, Omimi. Und letztes Preisgeld, 26. Platz, 1400 noch und 1000 nochmal so, also 4300. Ja, es ist natürlich schwer, was wir jetzt da
machen. Aber die nächste Skisprungschanze ist dann Oberstdorf. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ja, ich sage wieder vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal beim Skispringen. Bis dann. Tschüss.